Ja, hallo und moin moin. Hier kommen wir zu einem weiteren Video. Hier dreht sich das um meine Wi-Fi Smart Kamera. So, dann wollen wir das mal gemeinsam auspacken. Die soll beweglich sein, soll auch Mikrofone und Lautsprecher haben, aber das testen wir gleich mal. Die gucken wir uns gleich genauer an. Und wollen wir gucken, was noch hier so alles drin ist. Eine kleine Bedienungsanleitung auf Englisch und ja, nur auf Englisch sogar. Sonst ist der leer. Naja, von der Verpackung, ich sag mal, ein wenig billig. Also nicht so wie Netgear oder Apple oder DJI, so, wo man sagen kann, hey, hochwertige. Also das ist hier nicht ganz so hochwertig. Aber na gut, es geht ja auch nicht um die Verpackung, sondern um das Produkt. Jetzt haben wir einen europäischen Ladestecker. Hier sieht man das. Mit USB-Anschluss. Und hier haben wir, weg damit. Das ist Micro-USB auf USB. Ja, ja. Ungefähr ein, ja, etwas über einen halben Meter lang ist das Kabel. Ne? Da haben wir hier so eine Halterung und Dübel und zwei Schrauben und ein Tool. Das werden wir rausfinden, wofür dieses Tool ist. Das sieht aus wie so, jetzt will ich irgendwo was einschieben. Aha, okay. Ja, hier ist die Kamera. Soll beweglich sein. Hier ist der Anschluss. Ich hoffe, das erkennt man. Das ist die Halterung. Da kann man das an der Wand oder auch von mir aus an eine Decke anschließen. Ja, hier sind so Löcher drin. Auch hier. Und hier ist ein Schubfach drin. Ich bin ja genauso gespannt, was das sein könnte. Ja, will der Autofokus nicht mitmachen. Das finde ich gleich noch heraus. So, das Ganze soll per Wi-Fi funktionieren. Ich hoffe, das Kabel reicht. Sieht nämlich nicht so aus. Moment, ich muss das einmal in eine Steckdose anschließen. Ups. So, dann wollen wir das nochmal kontrollieren. Entschuldigung. Da hat sich was verheddert. So. Na, willst du rein oder willst du nicht rein? Ich halte das auch richtig. So. Das haben wir schon mal drin. Ich hoffe, da ist jetzt auch Strom drauf. Das sieht nämlich nicht so aus. So, dann werden wir mal gucken, ob wir das per Wi-Fi finden. So, dann gehen wir im WLAN-Bereich. Ihr habt es gerade gehört, das war die Kamera, die gesprochen hat. So, die App habe ich ja schon installiert. So, das ist die App. So sieht sie zu Anfang aus. Ja, wir erlauben das mal.
vorübergehenden Besuch. Also man müsste sich eigentlich auch anmelden. So, wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Intelligente Kamera. Kamera hinzufügen. Der nächste Schritt. Ja, hier muss ich einmal das Kennwort eingeben. Das mache ich mal ganz kurz. So, jetzt kennt er das. Ist verbunden, bitte warten. Klicken Sie obere rechte Taste. Aha. Also hier kommt so ein QR-Code, die müsst ihr vor die Kamera halten. Ich hoffe, das macht er auch. So, jetzt, ihr habt das eben gerade gehört. Ist auf Englisch, aber er hat die Kamera gefunden und auch das System. Hier ist ein unbekannter Fehler. Okay. Damit die Kamera sicher ist, ändern Sie. Ja. Bitte geben Sie ein neues Passwort ein. Das machen wir doch mal ganz kurz. Und dann nochmal das Kennwort bestätigen, also das Passwort. So ist gemacht worden. So speichern. So, Kamera ist drin. Wollen wir das mal hier rauf gucken. Mal sehen, ob er irgendwas sagt oder bewegt. Ja, das ist der Vorführeffekt. App ist abgestürzt. So, Kamera ist online. Also eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Gut, das macht er anscheinend nicht. So, jetzt habe ich auch herausgefunden, wofür das ist. Das ist für die Speicherkarte. Das hat er jetzt auch schon in Partitionen unterteilt. Insgesamt, also alles ein bisschen aufgeteilt. Dabei habe ich aber schon festgestellt, dass diese Micro-USB, ich klemme das mal ab, schon fast abgefallen ist. Ich habe nichts gegen smarte Systeme. Die müssen auch nicht sehr teuer sein. So, jetzt sieht man das auch besser. Hier kann man denn. Das ist der Alarm. So, dann kann man hier hoch machen. Hier kann man rüber drehen. Hier scrollt man wieder runter. Also es kommt mit etwas Zeitverzögerung. Ja, es ist nicht schlecht. Die Verarbeitungsqualität, man sieht das ja auch an dem Stecker hier. Naja, also dann gehe ich jetzt einmal in einen anderen Raum, weil ich kann auch über die Kamera sprechen. So, wir schalten mal den Alarm erstmal aus. So, das geht. Alarmeinstellung. Hier ist das. Das schalten wir erstmal ab. Also das kann man auch genau einschalten, in welche Intervalle das, welcher Alarmmodus.
Empfindlichkeit, Mittel. Wie sieht man das? Niedrig, Mittel, hoch. Standardeinstellung ist Mittel. Also ich gehe jetzt einmal in einen anderen Raum, sonst gibt es nämlich eine Rückkopplung. So, jetzt, so sieht man halt, dann kann man jetzt hier ein Bild zuweisen. Da wird ein Standbild gemacht. Hier ist das Mikrofonsymbol und dann kann ich über die Kamera mit der Person sprechen. Und hier an der Seite dieser Schlitz, da kommt die Speicherkarte rein. Die Verzögerung ist so, ja, eine halbe Sekunde bis eine Sekunde. Einen Moment, Mikrofon liegt hier. Ich gehe mal kurz woanders rein. Moment bitte. Ihr habt jetzt den Ton gehört. Und ja, für die paar Euro, die es gekostet hat, okay. Das USB-Kabel würde ich gegen ein anderes tauschen. Weil das ist ja etwas billig, sage ich mal so. Nun kann man auch sagen, hier sieht man das. Da geht das schon auseinander. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen testen, ausprobieren und dann werde ich vielleicht noch mal in den nächsten Wochen noch mal ein Fazitvideo darüber machen. Aber das soll es jetzt hier auch gewesen sein. Nach wie vor Kaufempfehlung. Naja. Das muss man für sich selber entscheiden. Bis dann, euer Raver Dave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und liked mich. Und abonniert doch meinen Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Bis dann, euer Raver Dave. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.